Mein Name ist Judith Wager und auf meiner Visitenkarte steht Komponistin, Filmkomponistin, Pianistin und Universitätsprofessorin. Aber es geht auch viel schneller und einfacher. Ich mache die Musik. Meine Mutter hat erzählt, dass ich eines Tages aus dem Kindergarten nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ich werde Musikerin. Und das ist halt eine Sache, dass man diesen Wunsch verspürt. Und die andere Sache ist doch etwas, was ich erzählen kann. Das sind viele, viele Momente im Leben, wo man sich dafür entscheidet. Vor Musik kann man sich nicht verschließen. Ich kann die Augen zumachen oder den Mund zumachen, aber die Ohren kaum. Und auch wenn ich die Ohren zuhalte, die Musik geht trotzdem unter die Haut. Und es ist wirklich gemein. Ich bin dieser Supermacht voll bewusst. Ich weiß, dass ich mein Kinopublikum in einer Sekunde, ich brauche vielleicht 10, 15 Sekunden, aber ich kann euch zum Weinen bringen oder zum Lachen bringen mit meiner Musik. Und das ist doch toll. Obwohl die Musik selber doch so überhaupt nichts Konkretes ist. Schreibe ich ein Buch, da gibt es Geschichte, da gibt es konkrete Sätze, da gibt es eine Handlung, die jeder versteht. In meiner Musik ist das alles etwas versteckter und trotzdem wirkt so elementar wie kaum eine andere Kunstform. Die Schönheit ist nicht wert, Gabe ist nicht diese Liebe in mir. Ich habe immer noch diesen Drang, diesen Wunsch, Geschichten zu erzählen. Und ich möchte aber die Geschichten auf eine subtile Art, auf emotionaler Ebene erzählen. Und deswegen bin ich unendlich dankbar dafür, dass ich diesen Beruf ausüben kann. Weil mit Musik ist das möglich. Ich genieße das sehr und ich hoffe auch, dass mein Publikum das sehr genießt, wenn ich mit meiner Musik Gefühle in meinem Publikum auslösen kann. Ja.